Nico, Gott sei Dank. George! Ich dachte, dir wäre etwas zugestoßen. Warum denn das? Hä? Habe ich etwas verpasst? Dieses Telegramm hier... Dazu kann ich dir auch nichts sagen. Dazu kann ich dir auch nichts sagen? Ist das das Einzige, was dir einfällt? Ich habe mir verdammt nochmal Sorgen um dich gemacht. Du siehst, es geht mir gut. Macht es dir was aus, jetzt zu gehen? Ich habe noch sehr viel Arbeit. Nico, was ist mit dir los? Ich komme extra aus den USA angereist, um nach dir zu sehen, möchte dich in meiner Nähe haben und dann wirkst du so abweisend. Tut mir leid, George, aber ich habe viel zu tun. Dann werde ich wohl besser gehen. Ist besser so. Ja, ich bin es, Nicole. George war eben hier. Das Telegramm ist angekommen. Seltsam. Ich warte darauf, dass im nächsten Augenblick ein verrückter Clown um die Ecke springt und mich von hinten mit seinem Akkordeon erschlägt. Passiert natürlich nicht. Stattdessen stehe ich völlig verwirrt mitten in Paris. Ich habe Fragen, viele Fragen. Hat Nico etwas mit dem Telegramm zu tun? Wenn ja, wieso sollte sie so etwas tun? Ich überlege noch eine Weile, als ich sie sehe. Geduldig dasitzend und ihre Blumen verkaufend. Ganz so, als ob an ihr die Zeit völlig stehen geblieben ist. Sie hat mir schon einmal geholfen. Wieso nicht auch ein zweites Mal? Entschuldigung. Oui? Oh, Sie sind es. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass Sie wiederkommen werden. Ja, das haben Sie wohl. Was haben Sie in all den Jahren gemacht? Blumen verkauft und einigen Kunden die Zukunft vorausgesagt. Das Übliche eben. Naja, üblich ist das nicht gerade. Für meine Person schon. Nein, ich weiß nicht, was mit Ihrer Freundin los ist. Was? Ach, Sie haben meine Gedanken gelesen. Das liegt eben in meinem Naturell. Vorauszusehen, mit welchen Gesprächsthemen mich die Leute konfrontieren. Können Sie mir sagen, was mit dem Pariser Wetter heute los ist? Als ich hier ankam, regnete es in Strömen und jetzt herrlicher Sonnenschein. Da haben Sie recht. Doch es wird heute wieder regnen. Noch schlimmer als heute Vormittag. Da sollte man dieses schöne Wetter ausnutzen. Außerdem habe ich sowieso nichts zu tun. Wie wäre es mit einem leckeren Eis? Stimmt, jetzt wo Sie es sagen. Im Rouge Park gibt es eine gute Eisdiele. Und was möchte ich Sie jetzt fragen? Sie wollen wissen, ob ich Ihnen sagen kann, was Ihre Freundin in den letzten Wochen gemacht hat. Verdammt, Sie haben recht. Ich kann Ihnen nichts Genaues sagen. Nur so viel. Ihre Freundin ist spätabends gerne ausgegangen. Hat sie einen Wurm begleitet? Entschuldigung? Ein blonder Mann, Pferdeschwanz, hässliche Brille, trägt gerne Shorts und nennt sich André Lobineau. Ich glaube nicht. Das beruhigt mich. Nach einigen Tagen hörte das dann plötzlich auf. Bis heute Morgen habe ich Ihre Freundin dann nicht mehr gesehen. Wie meinen Sie das? Sie ist wohl nicht mehr aus der Wohnung gekommen. Das sieht ja aber nicht ähnlich. Vielleicht haben Sie einen Kunden bedient und Ihr Herauskommen nicht bemerkt. No, das glaube ich weniger. Ich habe viel Zeit, die Umgebung zu betrachten, Monsieur. Sie verstehen, was ich meine? Ja, das tue ich. Das Geschäft läuft schlecht. So kann man es auch ausdrücken. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht beleidigen. Sie haben ja immer noch mich als Stammkunden und ich werde sicherlich wiederkommen. Sind Sie es eigentlich nie leid, nur Blumen zu verkaufen und die Zukunft zu prophezeien? Wissen Sie, ich habe das jahrelang gemacht. Es fällt nach so einer langen Zeit schwer, sich umzustellen. Sie könnten doch beispielsweise eine eigene Fernsehsendung produzieren. Thema, was Sie schon immer über Ihre Zukunft wissen wollten. Kein schlechter Gedanke. Doch ich bleibe lieber bei meinen Blumen. Ich möchte mich und meine Gabe schließlich nicht zur Schau stellen. Verstehe. Das wusste ich. Und wo finde ich den Park Rouge? Kennen Sie das Hermétique du Nerval? Besser bekannt als Site du Baphomet. Sehr gut sogar. Ich habe dort vor Jahren einem Maler einen Farbeimer ausgeliehen, einen Türsteher ausgetrickst, meine
Monsieur. Oh, Verzeihung. Zurück zum Thema. Zwei Straßen weiter beginnt der Park. Er ist zwar nicht sonderlich groß, doch die Eisdiele auf jeden Fall einen Besuch wert. Vielen Dank für den Tipp. Ja, kann ich. Können wir es vielleicht so machen, dass ich zuerst die Frage stelle und Sie mir dann erst antworten? Das ist irgendwie konventioneller. Oui. Also, können Sie mir sagen, ob ich wieder auf eine lange Reise gehen werde? Wollen Sie das wirklich wissen? Ich denke schon. Sie werden sterben. Was? Wenn Sie nicht aufpassen. Ha, das wäre nichts Neues. Sie werden jemanden treffen, mit dem Sie nicht rechnen. Der blonde, pferdeschwanztragende Wurm? Nein, der ist es nicht. Es ist eine wirklich gut aussehende Person. Eine Frau oder ein Mann? 5 Euro, bitte. Ach, kommen Sie schon. Tut mir leid. Aber Hellsehen hat eben seinen Preis. Schade. Ich mache Ihnen aber einen Gefallen. Ich gebe Ihnen dieses Zeitungspapier. Wow, danke. Und was verschafft mir die Ehre, dieses entzückende Stück bekommen zu dürfen? Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, werden Sie es merken. Ich gehe dann mal. Vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder. Das werden wir ganz sicher. Oh nein, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist das Zeitungspapier, das mir die Blumenverkäuferin gegeben hat. Es ist 2-mal gefaltet. Eine Schlagzeile fällt mir besonders ins Auge. Café de la Chandelle Vert öffnet heute um 16 Uhr zum ersten Mal nach dem Bombenanschlag seine Pforten. Ich sollte mal vorbeischauen. Im Zeitungspapier eingewickelt befindet sich ein Umschlag. Auf ihm steht: Für den richtigen Zeitpunkt. Im Umschlag stecken scheinbar 3 Euro.